Willkommen zurück zu Probably Nothing, den IOTA News der letzten Tage. Ich bin Alexander, habe endlich Soon und Shimmer nachgekauft und warte jetzt auf gute Gelegenheiten, diese auszugeben. Den Anfang macht Siemens und die Aufruf für neue Ideen, den Fußabdruck mit CO2 zu senken. Dabei soll alles nachhaltig sein. So sollen einige Fragen beantwortet werden, beispielsweise wie man solchen Investoren zeigen kann, wie nachhaltig ein Projekt ist oder eben Projekte zu tokenisieren. Es gibt in diesem Aufruf von Siemens nicht direkt um IOTA, aber man kann ja Vorschläge aufgrund von IOTA einreichen. Immerhin gibt es Geldpreise von 10.000 Euro. Also ran an den Computer und hilf Siemens zu verstehen, dass IOTA ihre Probleme lösen kann auf allen Ebenen. Dom twittert einen interessanten Tweet. Toshiba Europe erforscht P2P-Energie auf Basis von IOTA. So kann das Erzeugern von Microgrinds im Durchschnitt einen Vorteil von 166% und den Verbrauchern in netzgekoppelten Szenarien einen Vorteil von 6,3% pro gehandelter Wattstunde bringen. Darüber hinaus wird von einer hohen Effizienz geredet, da Energie besser verteilt wird. Bleiben wir auch kurz bei Papern. Muandelo fand ein neues Patent, wo IOTA erwähnt wird. Das Ganze wurde von Intel eingereicht und beschreibt die Leistungssteuerungsmechanismen für Arbeitslastenverarbeitungssysteme und insbesondere auf Technologien zur Leistungssteuerung auf mehreren Ebenen. Spekulationen sind hier nicht das Thema. Aber Serverock Solutions zeigen kleine Einblicke in etwas, was man wohl bald erwarten kann. Wie sie selber schreiben, könnte es alles, aber auch nichts sein. Mesh Plus haben wir schon öfter gehört. Nun gibt es ein Rebranding. Mesh Plus digitiert zu Chirp. Ihr könnt euch jetzt auf die Warteliste setzen, damit ihr die Ersten seid, um einen Miner kaufen zu können und mit dem Netzwerk zu interagieren. Laut den Aussagen der Betreiber ist IOTA immer noch als Lösung gedacht. Aber wenn die IOTA Foundation zu langsam ist, werden sie nicht auf uns warten und andere Protokolle suchen. Der Link zur Anmeldung ist unten in der Beschreibung. Gleichzeitig gibt es einen Blogartikel auf Medium über die Neuerungen. Auch den Namen mit den ersten Spezifikationen wurden gezeigt. Blackbird. Oh nein, was ist das? Ist es ein Vogel? Ist es ein Flugzeug? Nein, es ist ein Gewinnspiel. Du sitzt gerade vor dem Bildschirm und hast nichts anzuziehen. Du hast dein letztes Hemd für Shimmer ausgegeben? Perfekt. Hier ist deine Chance, einen 50% Code für ein cooles Moron T-Shirt zu gewinnen, plus den passenden NFT und sogar AR. Alles, was du dafür machen musst, ist ein Kommentar zu schreiben mit Hashtag IOTA, Hashtag Shimmer und in der nächsten Folge werden zwei Gewinner präsentiert. Patreon und YouTube-Mitglieder können sich freuen, diese haben eine erhöhte Gewinnchance. Bombastische Neuigkeiten gibt es auch von der E-Class. Diese präsentieren ihren ersten AAS-Registry. Auf der Webseite gibt es ein Proof of Concept dazu. AAS steht für Asset Administration Shell und kann Maschinen, Komponenten und Service digital und standardisiert beschreiben und deren Verknüpfung darstellen. Dazu wird der IOTA-Tangle benutzt. Letzte Woche gab es auch wieder ein Update für TanglePay und die Firefly Wallet. Somit ist die Firefly Wallet für Shimmer in der Version 2.0.1 verfügbar. Im Großen beinhaltet das Update nur Bugfixes und die Einführung von Alias. TanglePay gibt es jetzt in Version 1.4.6 und beinhaltet zahlreiche Verbesserungen mit Shimmer, wie das Claimen von Token und Mikrotransaktionen. Bleiben wir kurz bei Firefly Wallet. Das Team hat für Oktober einen Updateplan wieder vorgestellt und konzentriert sich momentan auf die Integration von NFTs. Damit kann man im ersten Schritt NFTs senden und empfangen und die Transaktionen sich anzeigen zu lassen. Im zweiten Update wird ein neuer Reiter eingeführt, der Sammlung heißen wird, wo man alle seine NFTs sehen und verwalten kann. Eigentlich sollte die dynamische Abstimmung eingeführt werden, dieses Feature kommt aber erst später, da hier Verbesserungen durchgeführt werden müssen. Auch EVM steht kurz vor dem Release. Was die Mobile App betrifft, wird auch dort fleißig gearbeitet. Als letzten Punkt erwähnten sie das Staking von Assembly, da es sich hier um das Ende naht. Wie auch schon beim letzten Mal wird es mit dem Start der neuen Runde auch ein neues Update geben. Das gibt uns gleich den Anlass, die neuen Assembly-Zahlen anzusehen. 934 Millionen Assembly wurden ausgeschüttet. Es bleiben rund 3 Tage für die momentane Runde. Kommen wir zu Soon Labs und Sooniverse. Soon Labs, TanglePay und IOTAB bilden eine der größten Allianzen und Partnerschaften im IOTA-Ökosystem. Gleichzeitig wird Soon der Governance-Token von TanglePay und IOTAB.
Vorher war ja noch ein separater Token geplant. Ich selber begrüße diesen Schritt der Vereinheitlichung. Diesen Schritt erklärt auch, warum Bitforex so schnell Sun auf ihren Börsen genommen hat. Auch die Webseite ziert nun die neue Partnerschaft. Weiter wird Garrett Jin, der Kopf hinter TanglePay und Bitforex, Komiteemitglied bei Sun Labs. Als krönenden Abschluss macht ein Sun Labs Medium-Artikel Freude. Hier wird die Zusammenkunft der neuen Mitglieder präsentiert und welche Früchte das Ganze tragen soll. Iotaby wird, wie oben erwähnt, keine eigenen Token ausschütten, sondern Sun. Sunaverse wird 3 Millionen Sun-Token auf Iotaby als Liquidität bereitstellen. 30% der Iotaby-Gebühren gehen in die Sunaverse Vault. Das Ganze soll mindestens 3 Jahre dauern. Die Sun-Belohnungen aus dem Mining werden für 12 Monate gesperrt, wenn sie beansprucht werden. Es wird ein neues Modul von TanglePay eingeführt, das sogenannte TanglePay Messaging System. Damit können wir dann alle miteinander kommunizieren. 100.000 Sun-Token werden an die TanglePay NFT-Inhaber ausgeschüttet. Bombastische Entwicklung. Vrom fand einen interessanten Artikel auf Decrypt. Damit soll Europa energieeffizient Labels für Blockchains einführen. Und wir wissen ganz genau, wer ganz oben stehen sollte. IOTA ist mit einer der effizientesten DLTs Blockchains auf dem Markt. Reasonite Finance wird Mitglied im Touchpoint-Programm. Reasonite Finance wurde von mir in den letzten Folgen schon erwähnt. Dort haben sie ihre Unterstützung angeboten, um Kunden das IOTA bzw. Shimmer-Netzwerk zu präsentieren und anzubieten. Sie wollen die FNFTs in das Shimmer-Netzwerk bringen. Bankless Consulting veröffentlicht den mittlerweile 6. Teil ihrer DeFi-Lehrgänge. Diesmal mit dem Thema Tokenomics. Das Video auf YouTube wurde schon bereitgestellt. Mobi hat sich schon lange nicht mehr mit IOTA gemeldet, doch nun gibt es ein Pilotprojekt mit dem Namen Citopia. Das Pilotprojekt wird von großen Firmen unterstützt, darunter auch IOTA. Erste Tests werden für August 2022 angesetzt. Wie viel genau IOTA-Technologie und was genau drin steckt, lässt sich nicht rausfinden, aber wir behalten das Ganze im Auge. Auch ein neues Lernvideo von Kumar gibt es wieder. Diesmal lernen wir in 2 Minuten, wie wir eine Mikrotransaktion versenden. Seit dem Shimmer Release explodieren neue Token und Sinn und Unsinn einiger dieser Token können wir gerne in den Kommentaren diskutieren. Aber mit diesem Ansturm kommt auch das Listing mit einher. Iotaby twittert deswegen die Öffnung des Marktplatzes und veröffentlicht deswegen gleich einen Blogartikel rund um das Thema. In diesem präsentieren sie die Voraussetzungen für die Aufnahme und gleichzeitig warnen sie auch. Bevor ihr in irgendwelche Meme-Coins investiert, recherchiert ordentlich und seid euch wirklich sicher, wo ihr euer Geld reinlegt. Lasst euch von großen und übertriebenen Prozentzahlen der Renditen nicht blenden, denn ihr könnt alles verlieren. Am 3. November präsentiert Vault-ID endlich den Login mit IOTA. Ihr könnt euch für die Präsentation kostenlos registrieren. Das wird viele neue Türen öffnen. Lendex startet den öffentlichen Verkauf am 3. November. Für alle, die sich für die Tokenomics interessieren, diese findet ihr auf der Webseite. Ich hoffe auch, dass wir endlich was Handfestes sehen. Nach dem ganzen Auf und Ab rund um Lendex sind einige in der Community nicht mehr richtig zufrieden. Hoffen wir, dass sich alles zum Guten wendet und Lendex uns das liefert, was sie uns auch versprochen haben. Für alle, die sich für Amnesia Cash interessieren, das Projekt twittert und lädt auf ihr Discord ein. Dabei könnt ihr am Alpha-Testing teilnehmen. Die Protokollgruppe veröffentlicht ein Update über ihre Arbeit. In Kürze geht es mehr um das Schreiben von Papers und deren Veröffentlichung, was sehr lange dauern kann, wer schon ein Paper geschrieben hat. Wir können bald ein Paper über das Mana-Burning freuen, auch Simulationen rund um das Mana wurden durchgeführt. Muandelo fand erneut ein Patent, diesmal eingereicht von Continental Automotive, genau dem Conti, den alle von ihren Reifen kennen. Das Patent beschreibt das Senden und Empfangen von Zustimmungsinformationen von verschiedenen Nodes, welche durch ein Smart Contract gesichert sind. Wie immer wird IOTA unter anderem Netzwerken erwähnt und nicht als das Netzwerk. Und fast hätte ich es vergessen, Stronghold 1.0 wurde letzte Woche endlich veröffentlicht. Das Sicherheitsmodul ist nun endlich einsatzbereit und überschneidet sich gut mit der Nachricht von Vault-ID und dem Login mit IOTA. Vielen Dank für das Zuschauen, vergesst nicht am Gewinnspiel teilzunehmen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.